So, da sind wir wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Und wir gehen gleich wieder in die Niemandswerft zurück und machen dort weiter. Das ist übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt habe, das einzige Leuchtfeuer in dieser Werft. Also wir werden öfter dorthin zurückkehren müssen. Wir können aber unterwegs Abkürzungen freischalten, was uns das Ganze erleichtern wird. Und halt das Gebiet weiter erleuchten. Und hier könnten wir sogar einen Phantom herbeirufen zur Hilfe. Brauchen wir allerdings nicht. Wir müssen erst den hier loswerden, dann den Hund. So. Über die Brücke, die beiden auch. Die beiden loswerden. Gut. Dass wir hier hoch können, den Bogenschützen loswerden. Bevor der uns einkesselt. Au. Ja, das muss ja, sowas musste ja passieren. Gut. Fängt gleich mal wieder mit voller Connection an. Und ja, ich mag die Bogenschützen mit ihren Brandpfeilen nicht. Na, bitte auf den Flakon zurückwechseln. Danke. So, dann weg mit dir. Dann kommt hier erstmal die ganze Kompanie, die ich loswerden muss. Und zwar ohne dabei ins Wasser zu fallen, bitte. So. Höhleninfanteriehandschuh, sehr nett. So, dann holen wir uns den da oben nochmal. Ja, springen wir euch runter, dann können wir dich nämlich totpieksen. Und den Fackelträger, weil der droppt manchmal eine Fackel, was praktisch ist, um unsere Fackelzeit neu aufzuladen. So. Gut. Jetzt wieder hier hoch. Also die abgelegenen Sachen können wir jetzt ignorieren. Den können wir töten. Wir könnten uns theoretisch da durchschlagen, aber die Idee finde ich nicht so gut. Erstmal den Hund. Wir können nämlich auch von weiter oben in dieses Gebiet und da möchte ich eigentlich auch hin. Ja, du mach das ruhig richtig. Wow, auf dich habe ich vergessen. So, ein Flakon. Da drin versteckt sich noch ein Gegner. Ich sollte vorsichtiger sein und mich nicht so oft treffen lassen. Da drin ist normalerweise ein Hund gewesen und ein Gegner. Genau, jetzt kommen beide raus. Ah, genau, wenn mich nämlich sowas trifft, ist es nicht gut. Vielleicht ein bisschen mehr Schildeinsatz. Auch wenn unser Schild noch nicht so toll ist. Hier drin waren wir schon. Ah, der steht auf, genau. Komm hier um die Ecke. Ich will nämlich nicht in Reichweite dieser blöden Branddinger sein. Also dieser Ölbomben. Und ja, den ignorieren wir. Ich will nämlich hier runterhüpfen. Wow. Und eigentlich schnell den Feuerpfeilen ausweichen. Nein, das wollte ich nicht. Das war nicht so gut. Na, danke, dass du mir den Rückweg freigemacht hast, Kumpel.
Und ja, im Gegensatz zu Dark Souls 1 und 3. Na. Das sind jetzt viele Wauwaus. Und noch ein Warreger. Der hinter mir her ist. Gut, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte. Nimm mal einen Heilstein. Da oben ist ein Schütze noch. Und hier drüben müsste noch einer sein. Na komm. Schlag zu. Genau, so müssten wir das nämlich machen. So, hier will ich den Wahrheitsverkünder, den ich bei der alten Hexe gekauft habe, einsetzen. Weil da geht hier direkt über mir eine große Fackel an. Genau. Einmal es werde Licht, bitte. Kleiner, so glatter, seidiger Stein ist auch nicht schlecht. Und ja, eigentlich wollte ich durch das Haus da oben rein und hier unten wieder raus. Aber das war mir nicht vergönnt. Und diese Geräusche, die wir da gerade hören, kommen von diesen komischen Viechern von oben. Ich sollte aber erstmal mich hier oben vorsichtig umgucken. Genau, hier sind nämlich noch zwei von der Sorte. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Und ja, hier wollte ich eigentlich reinfallen, aber da hat mich dann leider doch was getroffen. So, wir können wieder hier zurück, können hier die Truhe plündern. Reparaturpulver und eine Titanitscherbe. Und können die hier exekuten. Jedenfalls den einen. Und hier können wir auch einen exekuten. Da wird nämlich aber der andere aggressiv. So. Machen wir es mal so übers Schild, auch wenn das nicht ganz so effektiv ist. So, und hier hinterm Tresen. Hä? So, genau, danke. Ist noch eine Eisenkiste, die ich plündern will. Banditen-Axt, Hose, Kapuze, ja. Und da geht es mit der Ausbeute, weil mein Speer schon wieder ziemlich angeschlagen ist. Und ich nur noch ein Flakon habe. Ah, nett, dass du da runtergerollt kommst. Sollte ich eigentlich mich zurückziehen? Wow. Die Jungs da halten nicht viel von Licht, deswegen sind sie gerade so übermütig am Wegrennen. Ich hätte aber eigentlich gerne noch, was hier liegt. Wow. Da möchte ich eigentlich dich noch ausschalten. Hier in der Nische liegt nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Und ja, eigentlich werden sie mit der Zeit auch, wenn sie zu lange im Licht sind, aggressiv. Wobei dies hier nicht zu werden scheinen. Ah, ein schimmernder Lebernstein. Weil wenn ich hier reingehe, müssten sie eigentlich ja erstmal aufhören zu grummeln. Und dann sollten sie eigentlich wieder aggro werden, genau. Und ja, jetzt werden sie richtig aggro. Und sie machen verdammt viel Blutung, wie man sehen kann. Das macht sie so gefährlich. Genau, Blutung.
So, du stirbst. Danke. Am besten wirklich mit dem Schild blocken, dass die Blutung nicht so hoch ticken kann. So. Ich habe keinen Flakon mehr. Mein Speer ist fast kaputt. Eigentlich wäre Rückzug angesagt. Ja, das machen wir am besten auch mal. Weil wir haben jetzt die große Fackel entzündet. Wir könnten theoretisch unten noch vor dem Haus da die Fackel entzünden, die ich da vorhin gesehen hatte. Also da unten war, glaube ich, irgendwo eine. Gucken wir mal kurz. Weil wir haben ja recht viele Fackeln hier entzündet gehabt. Weil das Gebiet da drüben ist auch schon wieder dunkel. Ne, hier sind nur diese Tonkrüge, durch die ich nicht durchrollen sollte. Da hinten wären Fackelständer. Hör, Hilfe. Aber an den komme ich von hier oben aus noch nicht dran. Komme ich hier irgendwo an eine Fackel? Hier ist nachher die Abkürzung. Nö, scheinbar komme ich von hier aus an keine Fackel. Ja, ich könnte eigentlich theoretisch... Nein, das sieht mir zu schmerzhaft aus. Da runterspringen. Und hier müsste ich dann eigentlich weiter. Mich fuchst das gerade. Ich würde eigentlich gerne noch wenigstens das Ding hier aufräumen. Weil wenn ich hier die Tür aufmache, kommt wieder so ein Vieh und reißt erstmal die Wand kräftig ein. Und wird dann auch ziemlich aggro. So. Jetzt zieht es sich zurück, weil hier sind, glaube ich, noch drei oder vier von den Kumpanen drin. Wow. Und wie gesagt, die machen Blutung. Und nicht zu wenig. Also ihr normaler Angriff macht nicht so viel Schaden wie ihre Blutung. Wobei wir uns vor dem auch hüten sollten. Sobald Speer in Gefahr kommt, ziehe ich mich zurück. Okay, der wird jetzt auch etwas aggressiver. So, komm ruhig her. So, dann kann ich den auch ausschalten. So, jetzt müsste von oben hier einer runterkommen, genau. Und jetzt kommt Speer in Gefahr. Ja. Speer in Gefahr, Eire in Gefahr. Weg mit dir. Jetzt gucke ich einfach mal kurz, wie viele noch da oben sind. Einer. Au, genau, zwei Schläge Blutung. Viel zu viele Lebenssteine. Die das kostet. So, den habe ich auch noch erledigen können. Du droppst ein Breitschwert. Ja, die Gegenstände, die die Jungs droppen, sind manchmal recht fragwürdig. Steuerrad? Ja, das ist ein kleiner Witz.
So, und hier sind zwei Kisten, die ich gerne öffnen würde. Kiste 1 enthält ein großes Schwert. Und Kiste 2 enthält meines Erachtens eine Falle. Wow, genau, eine Giftbombe. Und enthält silberne Talisman. Ja, nicht wirklich was Interessantes drin. So, jetzt ziehe ich mich aber zurück, nachdem das Ding hier geklärt ist. Ich könnte fast schon den Homeward Bone benutzen. Das geht schneller. Weil jetzt können wir einfach hier oben da entlang laufen und in das Gebäude rein. Hier unten haben wir nämlich da alles erledigt. Können die Jungs hier ignorieren einfach. Ja, also zum Leuchtfeuer der letzten Rast zurückkehren.